So, wir checken ab hier Präsident, ja, mit Meta, Meta, Meta produziert V.JBs. Mann, Mann, Mann. German Rap Videos. Mal, dieses German Rap Videos ist ja übelst old, oder? Warte mal, wurde das extra nochmal hochgeladen? Oder was ist das hier? Weil das ist hier 25.05. Aber German Rap Videos ist ja ziemlich alt. So, die haben auch schon ein paar Leute drunter geschrieben. Und, weil das Video ist ziemlicher Rotz von der Qualität. Ach du Scheiße. Und hier steht HD, ja. 1080p. Stell dir vor, du hörst seit Jahren Rap, aber halt ironisch. Morgens, mittags, abends Rap. Ah, jetzt ging's aber trotzdem nicht so. Ja, hier am Anfang. Ach, das ist so getrollt. Ah, das gehört so. Okay. Stell dir vor, du hörst seit Jahren Rap, aber halt ironisch. Stell dir vor, du hörst seit Jahren Rap, aber halt ironisch. Morgens, mittags, abends Rap, aber halt ironisch. Hast Spaß an Rap, an hartem Rap, aber halt ironisch. Mittlerweile richtig Plan von Rap, aber halt ironisch. Und dann rappst du selbst. Ja, alles Ironie, Alter, aber von Anfang bis Ende, du weißt. Aber ey, das sieht ja geil aus hier, der ganze Raum. Meta, 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 Meta. Ist das hier angelehnt an die Metaverse hier von Mark Zuckerberg? Aber halt ironisch, vom Leben auf der Straße und wie du auf ihr Geld machst, aber halt ironisch. Und dann gefällt das ziemlich vielen, denn es stellt sich schneller heraus, dass dein spezieller Humor nicht so speziell ist, wie du glaubst, na? So. Ah, dein spezieller Humor, nicht so speziell ist, wie du glaubst, ha? Ja, die ist auch nice, Alter. Meter, 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 Ironie kennt keine Grenzen. Meter, 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 Ironie kennt kein Pardon. Meter, 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 wer sie hatte, hat gut lachen. Der hat eine Rückversicherung. Meter, 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 Meter. Also mich hat er auf jeden Fall auch damit Dreck gecatcht, ja. Also allein schon das Intro mit German Rap-Videos, das war immer damals, wenn du so Videos gesucht hast wie Savage das Urteil und so, und dann kam dann halt immer dieses Intro immer davor. Übelst neues, ja, Mann. Meter, Meter, du hast einen Lauf, aber ironisch. Lass ihn dir zu Kopf steigen, den Applaus, aber ironisch. Ironisch. Zieh doch nach Berlin und komm groß raus, aber ironisch. Ironisch. Scharfe Waffen auf deinem Instagram-Account, aber ironisch. Ja, Mann, alles schöne Ironie, Alter. Ja, alles Ironie. Mann, ey, geiler Track. Bist der bestes Album auf, aber ironisch. Dreh dazu paar Videos, schön klischeehaft, guck bedrohlich. Mit ner Ja, Mann. Schlampe, die halbnackt bisschen was hermacht, aber ironisch, denn die Klickzahl steigt, wenn das scheiß Thumbnail ein paar. Ja, oh Mann, das seht ihr gerade nicht, ne? Weil hier, das ist so geil gefotoshoppt, wie der da einfach hier ist und ja, da wird einfach mal getwerkt, ja? Zeigt. Schlüsselreiz ist Schlüsselreiz, ironisch oder nicht. Lass Sexismus mal Sexismus sein, sei ein bisschen übergriffig beim Dreh und Würze widerspenstig, war es halt als Witz gemeint. Meter, 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 Ironie kennt keine Grenzen. Meter, Meter, Meter. Ja, der spricht halt wirklich so komplett die Probleme im Deutschrap an, ne? Weil das ist ja wirklich so. Natürlich sind auch so viele Facetten auch schon von damals in der amerikanischen Rap-Kultur war es ja auch schon so, dass da halt sehr viel mit Frauen im Video leicht bekleidet und so, ne? Das wissen wir ja, ne? Das gehört halt zum Hip-Hop dazu, so gesehen, ne? Man muss es natürlich aber nicht immer ausreizen, so wie im Flair zum Beispiel, ne? Er macht es ja die ganze Zeit. Ihr kennt ja hier Smut Peddlers, oder? Zum Beispiel. Die machen das auch richtig Oldschooler und die machen das ja auch. Ja, aber richtig krass halt aus Amerika so. Und da gab es ja wirklich viele, die halt nur über sowas gerappt haben und gemacht haben. Genauso wie hier zum Beispiel Frauenarzt oder King Orgasmus One. Da siehst du auch auf Shows immer nackt bekleidete Weiber, immer im Backstage gibt es ja nochmal Orgi-Pörnchen immer auch, ja. Also was die da alles machen, ist halt nicht mehr jugendfrei. Und natürlich, dass man dann als, sagen wir es mal so, jemand, der so ein Student oder sowas, ja, muss ja jetzt nicht, ich will das nicht verallgemeinern, aber ist jetzt nur ein Beispiel, ja, jemand, der zum Beispiel gar nicht so viel mit Hip-Hop am Hut hat, mit der ganzen Materie und alles, der sieht das dann und denkt sich dann so, ja, alle Rapper sind gleich, alle Rapper sind sexistisch und so, ne? Aber dabei gibt es noch einen Prinz Pi, ja, da gibt es auch noch den President, ne? Der rappt auch nicht die ganze Zeit nur über Muschis und Geld.
Und Prinz Pi sowieso nicht. Der macht ja viel, hat auch viele Liebestracks. Oder ein Casper. Ja, man, oder Materia, ja. Das sind doch auch alles Rapper so und genauso wie Max Herre und so, ja. Dann hör doch die, ist doch okay, ja. Hör doch die und ist doch alles cool. Ja, Samy Deluxe zum Beispiel auch, ne. Damals halt auch viel propagiert mit Weed-Songs und so. Heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage macht er mehr andere Themen und so. Auch über seinen Sohn und so zum Beispiel auch, ne. Superheld und so war auch ein ziemlich geiler Song. Oder auch sozialkritische Sachen und so. Und ja, es gibt doch so ein umfangreiches Feld. Ja, warum muss man das alles so verallgemeinern und dann einfach Hip-Hop direkt ja, in einen Topf reinwerfen und einfach sagen, ja, das ist Hip-Hop. So, ja, das ist sexistisch, das ist nur Gangster-Rap, das ist nur schlecht. Ja, sollte man meiden. So, und das ist halt so eine Sache, die ich halt wirklich richtig scheiße finde. So, ja, dass es Leute gibt, die so Vorurteile haben und so das ganze Ding verurteilen. Und überhaupt gar keine Ahnung haben von dieser ganzen Bandbreite, die Hip-Hop eigentlich für jeden bereithält. Ja? So. Die Ironie kennt kein Pardon. Meter, wer sie hatte, hat gut lachen. Meter, denn der hat eine Rückversicherung. Meter, Ironie kennt keine Grenzen. Meter, Ironie kennt kein Pardon. Meter, wer sie hatte, hat gut lachen. Ja, weil sie hat, der hat gut lachen. Guck mal, genauso wie die Rapper, die heutzutage die keine Memes sein wollen, ja, gibt es ja auch so, die dann sagen, nee, ich möchte halt ernst genommen werden, ne? Sagen wir mal wie Flair. So, Flair möchte kein Meme sein, so. Und die Leute sagen so, ja, aber heutzutage, du musst doch ein Meme sein und sowas. Nein, wenn er nicht möchte, möchte der nicht so. Du kannst doch nicht jeden, wie soll man sagen, halt so unter einen Kamm scheren, so, ne? Das kannst du doch nicht machen. So, wenn derjenige sich dann halt nicht so sieht, ne? So ein SSIO zum Beispiel, der sieht sich auch als Meme, dann ist das scheißegal, so. Der macht sich selber zum Meme, ja? So, mir ist es auch scheißegal, so mittlerweile, so. Ich, von mir gibt's auch Memes und das ist mir auch egal, so, ne? Ich kann da auch schon drüber lachen, so. Aber dass Leute einen das aufzwängen und sagen, ja, du musst aber, ja? Du musst einfach so über dich auch selber lachen und sowas, ne? So, es gibt Leute, die wollen das halt nicht, ne? Die nehmen sich halt dann auch in der Sache auch ein bisschen ernster, ne? Der Mensch ist individuell so, ne? Du kannst ja nicht jeden über einen Kamm scheren, wie ich schon gesagt habe, so. Und die nicht alle dann in eine Tüte packen und sagen, yo, das ist es, ja? Nee, das kannst du ja nicht machen, so. Jeder ist doch anders drauf, so. Und Flair zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, so als Beispiel, der Flair, der nimmt sich halt sehr ernst und möchte halt nicht so mit Meme und sowas und reagiert darauf allergisch so. Und SSIO zum Beispiel, der scheißt halt komplett drauf. Ja, der macht selber aus sich ein Meme. So, und dann, das sind auch wieder so zwei Welten. Und da kannst du auch nicht sagen so, ja, das ist aber beides gleich, ne? Meter, der kommt immer leicht davon. Meter, denn es lohnt sich. Genauso wie wenn du beleidigst einen Rapper, von dem bekommst du dann aber eine Faust, ja? Du beleidigst einen anderen Rapper und aber von dem bekommst du keine Faust, ne? Der will dann mit dir normal reden und die Sache aus der Welt schaffen, so. Ja, deswegen, du kannst es ja, du musst es trennen. Du kannst ja auch nicht sagen, dass es überall das Gleiche bei rauskommt. Nein. Triffst du den Falschen und der hat nicht deinen Humor, ja? Und der findet das nicht gerade witzig, so. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du auf einmal einen Kieferfaxen hast danach, ja? Und ich meine nicht vom Pepsi, ja? Geil, wie dick die Nase kokst ist, denn du ziehst sie ja ironisch ganz oben. So geht es, du lebst das Leben, aber ironisch. Und bleibst ein winzig kleines bisschen drauf kleben, aber ironisch. Vielleicht ein bisschen jung, das Mädchen in deiner Garderobe. Aber YOLO, sie ist Starstruck und du hart, also wieso nicht? Und boah, Junge, das ist auch heftig, Alter, das ist heftig. Oh man. Habt ironisch Sex und sie wird ironisch schwanger. Schicksalsschläge unter die Gürtellinie. Mit dem Vorschlagkammer, sie behält es. Du musst ein bisschen gucken, was mit deinem Bild ist. Ironisch oder nicht, es wird Zeit, die Kuh zu melken. Betreiben. Oh Mann, ey. Das ist ein krasses Thema, was er hier komplett aufmacht, ne? Und genauso wie diese ganze VBT-Szene, ne? Ich hab ja auch beim VBT mitgemacht, das war 2018. Und ich hab mich da auch nicht komplett mit der ganzen Szenerie da, mit den VBT-Lern komplett, ja, gleich gesehen, sagen wir es mal so.
mit der Community, ja, weil die ist wirklich toxisch. Und da ist auch sehr viel mit dieser Ironie und so, weißt du, was die für Witze machen, da denkst du dir auch so, ey, was ist los mit euch? Ja, aber das ist dann deren, weiß ich, deren Welt, deren Kosmos, genauso wie wenn du halt so VBT-Runden siehst von damals und sowas, wie die halt rappen, was die da immer für komische Sätze dann immer mal reinbringen oder irgendwelche ironischen Sätze auch wieder, ja. Das könnten andere wieder anders verstehen, so, aber die in dieser VBT-Bubble, so, die kennen sich alle untereinander und kapieren das so. Aber jemand, der da nicht drin ist, der versteht das dann halt dann nicht, ne, so, und ist halt dann auch eine schwierige Sache, so. Und, ja, ich weiß nicht, also ich sehe mich da überhaupt gar nicht drin. Da sind auch viele Kinder, ne, die überhaupt gar keine Ahnung haben, so. Und es ist halt so, genau wie das JBB, ne, ist halt so eine Nische für sich. Ein bisschen Bonding mit den Fans, aber ironisch. Geh noch mal auf die. Aber auch hier, dass er sagt, hier eine Bond mit den Fans, aber ironisch. Oder hier mal eine Minderjährige knallen, aber ironisch. Ja, und dann hast du ein Kind mit der und sowas, aber dann musst du aber gucken, dass du aber auch irgendwie mit deinem Geld klarkommst und sowas. No, ey, das sind heftige Zeilen, Mann. Heftige Zeilen. Geiler Beat auch, ne? Wie gesagt, der macht hier wirklich ein krasses Thema auf. Du mit einer Band, aber ironisch. Kopier doch einfach aktuelle Trends, aber ironisch. Du Savasch damals mit Technopilot, like, wer sich erinnert. Ja, Mann, Technopilot, ey, das war auch nicht so mein Ding. Den Song nehme ich Savasch noch ein bisschen übel. Technopilot, war. Weiß nicht, also mit denen war ich nie ganz warm mit dem Song. Mit Savasch und Oli Banjo. Aber hier das mit dem ironisch, also wieder das auch alles komplett wirklich alles hops nimmt, ne? So, weil man tut sich immer in die Ironie flüchten. So, man sagt dann immer, ja, nee, aber das ist ja alles ironisch gemeint, ja? Damit man bloß keine Konsequenzen daraus zieht. Aber ironisch, wie Savasch damals mit Technopilot, like, wer sich erinnert. Und wenn du endgültig K.O. bist und die Karriere tot, dreh nochmal durch und schieb Psychose. Stell fest, es kommt entscheidend darauf an, ob du beliebt bist. Beziehungsweise halt gehypt, dann gilt schon ziemlich vieles, was eigentlich nur behindert ist. Ja, ist auch wieder dieses don't believe the Hype, Alter. Ja, also auch diese Sache mit, dass man halt dann alles darauf arbeitet, dass man dann irgendwie einen Hype kreiert und dann dadurch halt dann beliebter wird. Und du bist dann nur beliebt, wenn du halt genauso mit der Masse mitschwimmst. Dass du halt wirklich genau das sagst, wo du dich halt auch nicht ausgrenzt. So, wo du dann am besten nicht deine eigene Meinung preisgeben, ja, sondern immer das den anderen von den Lippen mitsagen. So, ja, das ist dann bist du beliebt. So, ich scheiß da drauf, ja, ob ich beliebt bin oder nicht. Steck mal Presi auch. Ja, der macht so seinen Sound, der macht sein Ding. So, ey, wenn ich beliebt sein möchte und sowas, ja, dann hätte ich manche Aktionen gar nicht erst gerissen, so wie ich sie gemacht habe. Ich habe mich wahrscheinlich so fucking unbeliebt gemacht. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht auf Rebellions reagiert. Ich hätte nicht auf Uqvali reagiert. Ich hätte nicht auf die ganzen Sachen auf von Schwarz-Weiß und so reagiert, ja. Weil das alles sehr, sehr gefährlich dann halt ist, ja, und meine Beliebtheit natürlich sehr dementsprechend kaputt macht, so. Und aber ich habe darauf einen Fick gegeben und das haben auch die Leute von Rebellions gesehen und deswegen haben die das dann auch unterstützt und haben gesagt, ey, korrekt, Mann, der Erste, der auf jeden Fall einen Fick darauf gibt und einfach seine Meinung raushaut und trotzdem die Musik für sich sprechen lässt, ja. Und dadurch hast du dann noch viel mehr, finde ich, erreicht. Ja, wenn du mit deiner eigenen Meinung Leute erreichst, anstatt wenn du einfach alles nachplapperst und einfach nur das Tausendgesagte wiederholst und nur damit du besser dastehst. Ja, diese Gutmenschen so. Boah, ich kann keine Gutmenschen ab. Ja. Als Kunst oder Satire, eigentlich fast alles, bis aufs N-Wort, das ist immer schwierig. Und du ziehst dich zurück, hängst die Karriere an den Nagel und trägst dein alter Ego, als Young irgendwas zu Grabe, studierst. Aber das mit dem N-Wort ist auch wirklich auch eine schwierige Sache, ne? Wir haben ja letztens auch das Battle auch geguckt, Davy Jones gegen Kakobi. Und da war ja auch so, dass Kakobi auch mal im Battle, glaube ich, das N-Wort gedroppt hatte. Und Davy Jones hat ihm das halt nicht verziehen so. Und das hat natürlich im Battle natürlich noch mehr aufgekocht, die ganze Thematik.
Und dann ging es auch um diese Gender-Sache, ne? Weil Kakobi sich da dann auch ein Kleid angezogen hat und sich da positioniert hat. Und der Davy Jones hat sich halt positioniert, dass er halt ein Mann ist und dass er halt sagt, okay, trotzdem beides halt so ein schwieriges Thema so gesehen, ja. Man kann ja beides gut finden, so gesehen, ja. Man muss ja nicht das eine und das andere dann diskriminieren oder sowas, ne? Das ist sowieso ekelhaft. So, deswegen ist es halt wichtig, dass man halt wirklich jeden so sein Leben leben lässt, wie er halt für richtig hält. Ja, so, weil das möchte man ja auch, dass derjenige ja auch genau dasselbe auch für einen dann, wie soll man sagen, halt, für einen selber wünscht. Ja, so, jeder, den ich da was Gutes wünsche, so, ne, hofft man natürlich auch, dass derjenige das Gute auch wieder zurückwünscht. So, und ist dann nicht immer der Fall. Ne, weil ihr wisst ja, Mensch ist ekelhaft. Aber die Sache ist halt jetzt, ich habe ein bisschen ausgeschwiffen auf der ganzen Sache, aber so der Kernpunkt war halt, dass es halt ein schwieriges Thema war. Und es ist halt wirklich, ja, so viele, viele Faktoren, die da drinnen eine Rolle spielen. Und deswegen, man muss da halt immer sehr vorsichtig sein und sowas, ja. Aber ich habe dann auch gesagt hier, dass Deutschrap MeToo an sich auch eine gute Sache ist und sowas. Aber durch diese Nika Irani-Sache mit Samra und so, hat es aber sehr viel an Gewicht verloren. Ja, so für mich. So, weil dann hat man gesehen, boah, das macht man wegen Fame. Das macht man, damit man irgendwie eine Reichweite generiert. Ja, und das hat diese Nika Irani, ja. So, und das ist ja alles Fakt. Ja, und am Ende war ja Samra unschuldig und hat nichts gemacht, ne? Aber der hat diesen Stempel immer noch, bis an sein Ende hat er immer noch diesen Stempel Vergewaltiger, ja. So, obwohl er nichts gemacht hat. So, und das sind so schwierige Themen. Und deswegen, also man kann ja auch so diesen Mittelweg gehen. Man muss ja nicht unbedingt irgendwie, ja, ich muss jetzt mich da positionieren oder da positionieren. Man kann ja auch sagen, okay, ich gehe den Mittelweg und finde da gute Sachen und finde aber auch da gute Sachen, ja. So, und nehme einfach das, was mir am besten gefällt für mich. Und kreiere daraus meine eigene Ansicht. So gehe ich halt mit der Sache um. Ja, und so hat man auch eine Erkenntnis für dich selber halt, wie man im Leben steht und wie man manche Sachen sieht. Und das ist ja auch genauso wie mit Sachen, die man damals gesagt hat, dass man heute das nicht mehr so sagt. Aber man sollte diese Sachen nicht verleugnen, so, weil das ist ja trotzdem ein Teil deines Werdegangs. So. Und was Kakobi zum Beispiel gemacht hat, so, er hat es ja verurteilt, ist ja auch richtig, ja, weil das, was er damals gesagt hat, ne, dazu steht er heutzutage nicht mehr, aber es ist halt trotzdem ein Teil von seinem Werdegang, so, und er will ihn halt komplett kappen und will halt sagen, ja, so ungeschehen machen, du kannst es aber nicht ungeschehen machen, so, es ist passiert, ja, so, und du kannst es halt abschließen, kannst sagen, okay, ich mach sowas nicht mehr in Zukunft, aber du kannst es halt nicht einfach so wegtun halt, ne, so, das geht nicht. So, es wird immer irgendjemand, wird da irgendwas finden, so, ne, wenn die dann irgendwie alles ausgraben und dich dann analysieren, werden die auch ganz alte Sachen von dir finden und werden dich damit konfrontieren, so, obwohl du heutzutage ganz anders tickst, ne, das ist halt die Sache, das ist ein ganz schwieriges Thema, heutzutage auch, ich habe viele Fehler damals gemacht, so, und heutzutage mache ich diese Fehler nicht mehr, aber ich werde immer noch mit den Fehlern von damals immer noch in Verbindung gebracht. Leute sehen mich immer noch mit diesen Fehlern von damals. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ja, das ist sehr, sehr schade. Und deswegen ist halt immer der erste Eindruck natürlich immer ganz, ganz wichtig. So, aber niemand ist fehlerfrei. Ja, jeder macht seine Fehler im Leben. Und es kommt halt darauf an, ob du aus diesen Fehlern lernst und die halt nicht weiterhin begehst. Aber du kannst sie halt nicht, du kannst diese, ja, das, dieses Denken über deine alten Sachen, das kannst du nicht alles wegmachen, so. Das geht nicht. Das wird dich dein Leben lang trotzdem verfolgen, so. Weil es gibt immer noch Leute, die dich noch von damals kennen und die wissen halt, wie du damals drauf warst. Und irgendwie bekommen sie das nicht mehr aus dem Kopf. Ja, und denken immer noch, du bist so. Schade. Nochmal auf Lärm, schreibst du Präsis Ironie, Begriff, die Abschlussarbeit für die es eine satte 1.7 gibt. Puh, nochmal gut gegangen. Soll mal einer glauben, die Scheiße ist echt lächerlich. Die Scheiße ist echt lächerlich. Vertrau mir.
kleinen. So was braucht doch keiner. Soll mal einer glauben. Die Scheiße ist echt lächerlich. Soll mal einer glauben. Die Scheiße ist echt lächerlich. Und wenn noch einmal einer einen rettet, treibt der Stechel still. Wenn noch einer einen rettet, ersteche ich dich. Man, Alter. Dann noch am Ende noch ein schönes Statement hier. Es ist echt lächerlich. Doll. Geile Scratches. Einer glauben. Die Scheiße ist echt lächerlich. Und wenn noch einmal einer einen rettet, treibt der Stechel still. Auch geil den Raum einfach gemacht hier mit Meter. Geiler Beat wieder. Alles ist von gesundem Eskapismus. Ah, da hatten wir doch dieses Eskapismus-Dingen, ja? Da haben wir es doch. Ja, Fettmann, der ist sogar, hier Präsi sogar am 4.6. in der Trompete. Fett. Ja, richtig fett. Auf jeden Fall ein Like. Ja, teilen ist, glaube ich, nicht drin. Ist ja auf nicht gelistet, das ganze Ding, ne? Oder so, oder kann man das dann noch teilen? Ne? Weil ist ja nicht veröffentlicht, das ganze Ding. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, ja? Von Präsi hier, Meter. Produziert von wahrscheinlich, oder .v.js. So, ja. Kann man das teilen, oder soll das nicht geteilt werden? Drück F5. Ah, jetzt ist es gelistet, oder was? Da ist er nicht veröffentlicht. No. Ah, jetzt ist es. Jetzt ist es öffentlich. Ah, seit 20 Minuten ist es öffentlich. Okay, korrekt. Ja, dann können wir das auf jeden Fall mal teilen, ne? Hier ist der Link. Das war. Das war falsch. So, hier ist der Link. So. Wenn es euch gefallen hat, gern Daumen nach oben da lassen, gern ein Abonnement, ja. Und auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber sehr gut gemacht. Und ja, man checkt es auf jeden Fall ab. Ich habe sehr viel dazu zu sagen gehabt. Und ja, das ist doch schon mal etwas, oder? Gebt euch. Ja, ich habe sehr viel dazu gesagt. Das muss man schon, muss man schon sagen. Habe wahrscheinlich auch ein paar Leute verschreckt, aber what the fuck?